Mein Name ist Rainer Klute. Ich bin Vorsitzender des Nuklearia e.V., ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Kernenergie einsetzt. Warum tun wir das? Warum sind wir für Kernenergie? Nun, wir glauben, dass die Kernenergie das beste, wirksamste und preiswerteste Mittel ist, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, um für den Umweltschutz etwas zu tun. Kernenergie ist eine umweltfreundliche Technik und eben auch eine bezahlbare und zuverlässige. Sie ist 24 Stunden am Tag verfügbar, anders als Wind und Sonne, die nur teilweise verfügbar sind. Ja, Britta Augustin hat gerade schon etwas dazu gesagt, wie es mit dem Strombedarf aussieht. Ja, wie sieht es denn mit dem Strombedarf aus? Wie viel Strom brauchen wir? Diese Frage hat Angela Merkel auch vor einigen Wochen gestellt. Für mich völlig überraschend, dass Angela Merkel nicht wusste, wie viel Strom wir brauchen bis zum Jahr 2030. Angela Merkel, die Bundesregierung setzt mit der Energiewende einen kompletten Umbau unseres Energiesystems um und weiß nicht, welchen Strombedarf wir haben. Bis 2030, nicht etwa ab 2030, sondern bis 2030. Bisher war die Bundesregierung immer davon ausgegangen, dass das so mehr oder weniger ein gleichbleibender Bedarf ist. Aber inzwischen dämmert es auch unserer noch Bundeskanzlerin, dass das möglicherweise nicht reicht, dass wir viel mehr Strom brauchen. Und Olaf Scholz, seines Zeichens Finanzminister, kann rechnen. Und ihm ist klar, wir wollen E-Mobilität, mehr E-Mobilität, das braucht Strom, zusätzlichen Strom. Wir wollen die Wärmepumpen weiter in die Flächen bringen, das braucht zusätzlichen Strom. Und da ist natürlich die Industrie, wenn die ihre Prozesse auf CO2-Freiheit umstellt, dann braucht sie auch zusätzlichen Strom. Und Olaf Scholz meint, ja, wir werden statt gut 500 Terawattstunden im Jahr künftig dann, naja, noch 100 Terawattstunden mehr brauchen. Die Zahlen sollte man sich jetzt mal merken, jedenfalls für die nächsten 5 Minuten. Gut 500 Terawattstunden ist das, was Deutschland jedes Jahr an Strom braucht. Olaf Scholz meint, wir brauchen gut 600 Stunden. Die chemische Industrie hat auch gerechnet. Und der Verband der chemischen Industrie sagt, wenn wir unsere Prozesse alle auf Strom umstellen, dann brauchen wir 628 Terawattstunden. 628 Terawattstunden nur für uns. Und dieser Strom muss brutal günstig sein. CO2-frei und brutal günstig. Ist das zu leisten? Sonne und Wind allein können das sicherlich nicht. Unsere gesamte Stromerzeugung, inklusive Kohlekraftwerke, inklusive Gaskraftwerke, könnten den Bedarf der chemischen Industrie nicht decken, wenn alle Prozesse auf Strom umgestellt würden. Naja, und CO2-frei wäre das dann sowieso nicht, wenn Kohle- und Gaskraftwerke einspringen müssen. Aber was machen wir? Statt weiter CO2-freie Stromerzeuger zu bauen, schalten wir sie ab. Wir steigen aus der Kernenergie aus. Wir schalten damit eine Leistung von 8,5 Gigawatt schalten wir ab. Eine immense CO2-Stromerzeugung jedes Jahr schalten wir ab, ohne sie zu ersetzen. Moment, sagen jetzt die erneuerbaren Befürworter. Wir ersetzen die Kernenergie ja, wir ersetzen sie durch Sonne und Wind. Nein, sage ich, tut ihr nicht. Ihr baut vielleicht ein bisschen aus, aber das ist viel zu wenig. Und das, was ihr ausbaut an Solarkapazität, das liefert nachts keinen Strom. Und das, was ihr ausbaut an neuen Windkrafträdern, das liefert dann keinen Strom, wenn der Wind nicht weht oder nur schwach weht. Wir brauchen aber eine Stromversorgung, die zuverlässig ist, die 24 Stunden am Tag Strom liefert, CO2-frei. Und das kann in Deutschland nur die Kernenergie.
Deswegen ist unsere Forderung hier als Nuklearia e.V.: Lasst die Kernkraftwerke weiterlaufen. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Baut neue Kernkraftwerke. Von Atomkraftgegnern kriege ich dann immer gesagt, ja, das dauert alles viel zu lange. Natürlich dauert so etwas lang. Aber deswegen ist es wichtig, jetzt anzufangen, damit wir so früh wie möglich diese Anlagen am Netz haben und CO2-frei Strom erzeugen können. Das Ziel ist CO2-Freiheit bis 2050, bis 2045. Dieses Ziel hat die Bundesregierung ausgegeben. Sie sagt uns aber nicht, wie sie das erreichen will. Wir sagen es hier mit Kernenergie. Dankeschön.